konzentriere mich heute wieder auf die Arbeit, ganz normal. Das mit dem Stream-Kabel-Geschichte und eventuellen Kabelbruch oder irgendwelche Wackelkontakten in irgendwelchen Steckverbindungen. Das raubt mir zu viel Energie. Das muss wirklich mal jemand machen, der sich mit sowas auskennt. Der kann, ey, ich meine, wenn ich ein Kabel hier einfach nur vom Computer zur Kamera verlege. Hier, in der Wohnung. Und der Computer steht neben mir. Ich meine, kriege ich ja alles noch hin. Das ist altgut und schön. Und ich kann auch Kabel verlegen. So. Über. Ich weiß nicht, wie viel Strecke. Aber dass das so empfindlich ist. Das wusste ich nicht. Ja. Ja. Naja, ich mache heute kaputt Reparatur im Hollandrad. Von gestern noch. Oh ja, halt toll. Gestern war Gott sei Dank keine Reparatur bis auf das eine Kinderrad da. Und jetzt war ja nichts, gar nichts. Deswegen konnte ich gestern mich so intensiv um diese Kabel verlegen kümmern, aber hat nicht gebracht. Das war umsonst. Und heute kommt der Schornsteinfeger. So, ja, vielleicht bringt das ja ein bisschen Glück. Mal schauen. Also, ich mach's gleich im Laden. Ja, ich gehe jetzt in den Keller. Schornsteinfeger war noch nicht da. Nach einem desaströsen gestrigen Tag. Öffne ich wieder meine Pforten. Und mache einfach weiter. Und teste diese scheiß LAN-Verbindung jetzt. Ey, wirklich, das lässt mir ja auch keiner Ruhe. Darf man ja auch nicht vergessen, wenn ja nur keiner, der so schnell aufhebt. Also, liebe Leute, mein Problem an der Situation ist ja eigentlich nur folgende. Ich bin zu dumm für sowas. Ich kann sowas tatsächlich nicht. Also, ich kann es ja nicht. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich es einfach nicht kann. Ich verstehe das nicht, ich kann das nicht. Deswegen habe ich eigentlich auch kein Handy und hab das alles nur so sehr spartanisch und aber ich würde gerne können und deswegen probiere ich und mache ich und tue ich, aber es funktioniert nicht und dann ärgert mich das. Dann bin ich sehr sauer. Aber eigentlich ist das auch alles ja nicht so schlimm. Deswegen alles gut. Ich probiere es jetzt kurz mal mit einem DVD-Player. Weil mir fiel ein, mit dem DVD-Player könnte man ja das HDMI-Kabel checken. Nun weiß ich allerdings nicht, ob der DVD-Player funktioniert. Den habe ich auch mal geschenkt bekommen. Das sind alles immer so unsichere Varianten. Unsichere Geschichten. Oh, Herr Bruder, hier mal ausprobieren, ne? Ja, läuft. Ich schau mal oben, ob es funktioniert. So, es funktioniert. Nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das prüfen soll. Ich habe hier keinen Monitor mit HDMI-Eingang, den ich hier unten anschließen kann und oben den DVD-Player oder so, damit man das Kabel mal durchtestet. Ich habe die Vermutung, die Karte ist kaputt. Diese Elgato Game Capture Karte ist irgendwie kaputt oder hat einen Wackler oder setzt gerade aus, weil ich den DVD-Player direkt da anschließe. Ich muss nachher mal mit der Kamera probieren. Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal in aller Ruhe, die ich ja nie habe. Heute Abend muss ich wieder schneiden. Das ist halt problematisch, weil irgendwie steht der Computer jetzt auf 7:30. Ich habe keinen richtigen Platz in dieser Kammer. Bin halt ein bisschen sauer. Das ist halt, das ist ärgerlich, wenn du da irgendwie anderthalb Tage rummachst an dem Scheiß und dann fällt irgendein anderer Teil aus und du
Vielleicht sind die Teile alle in Ordnung, da was man eingebaut hat. Das Kabel wird in Ordnung sein. Vielleicht der Adapter wird in Ordnung gewesen sein. Ja, gut, der ist auseinandergefallen, dann freiwillig. War auch Zeit. Aber so, und dann ist irgendein anderes Teil kaputt gerade oder hat einen Wackler oder war. Und ich weiß sowas doch nicht. Ich kann sowas doch nicht ausschließen. Ich weiß es doch halt nicht. Und du bist am Suchen und Machen und Tun und am Ende ist es nur diese eine Kleinigkeit. Es ist ja immer nur eine Kleinigkeit, aber man muss die finden. Und Fehlersuche bei Datensachen, bei Kabeln, bei Strom alles in Ordnung, aber bei Daten, Kabeln, Fehlersuche oder Fehlerausschlussverfahren, kann ich einfach nicht. Joa. Der Stream, der wird natürlich laufen, war. Ich meine, ich habe so viel Zeit investiert in das Zeug alles und in den ganzen Quatsch. So viel Zeit drin gepulvert. Und ich will ja hier einen Livestream haben, Mann. Das ist doch die A und O von diesem Fahrradladen. Dieser Livestream. Finde ich cool, Livestream. Das war gut. Jetzt muss ich erstmal Reifen austauschen. Reifen und Schläuche bei einem Hollandrad, was ich gestern hätte schon ja gemacht. Hatte ich aber nicht die Zeit irgendwie. Irgendwie war die Zeit anderweitig verplant. Ja, ich mach's jetzt. Nachher rufe ich Dennis an und frage mal, ob der Agato, ob was. Eigentlich nicht, weil der hat ja auch keine Ahnung. Dann muss er dem Vater wieder auf den Sack gehen. Nee, das mache ich auch nicht. Den rufe ich auch nicht an. Werde dem selbst auf den Grund gehen. Bekloppt, dass ich das nicht auch irgendwie selbst hinkriege. Das muss irgendwie gehen, weil ich kann ja nicht dauernd immer in jeder Situation irgendjemand fragen. Das ist ja wie wenn ich die Leute hier von den Leuten hier verlange, dass sie die Fahrräder auch mal selber reparieren. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Und grün. Selbstreflexion. Also man muss das auch mal sich da durchwürgen. Und wenn es nervig ist. Also was heißt, und wenn? Es ist für mich total nervig. Aber da muss ich jetzt durch. Ich mach das, ich krieg das hin. Und irgendwann läuft auch ein Stream hier. So, warte mal, jetzt der Schlüssel vom Nachbarn, den habe ich bekommen für den Schornsteinfeger. Das ist mein Schlüssel. Den habe ich bekommen von mir für den Schornsteinfeger. Und da wollte ich aber hier oben vorher erstmal nochmal sauber machen. Das muss einfach sein. Halt nicht gut, wenn man so aufgedreht ist, ist das alles nicht gut. Manchmal ist das wirklich richtig geil, wenn man den Luxus hat zu sagen, ich höre jetzt einfach auf und mach morgen weiter. Das ist manchmal echt besser. Jetzt fege ich hier mal den Dreck erstmal weg und dann sehen wir weiter. Ja, ich würde mal sagen, bitte sauber. Erste Aufgabe erfüllt. So. Ja. Zweite Aufgabe ist jetzt das Hollandrad, Vorderrad ausbauen, dann das Hinterrad ausbauen. Mal in aller Ruhe, ihr seid dabei. Ach Mann. Sind doch alle nett zu mir. Hat jemand aufgeräumt, der auf der Werkstatt war, so ein bisschen. Siehst du? Ach, das freut mich. Ja, siehst du? Ja, das freut mich. Das finde ich gut. Dann können wir schon mal lösen komplett. Links und rechts. Machen wir das lieber so. Jetzt nehmen wir den Klettenschutz hier ab. Das lässt sich hier sehr leicht machen bei dem. Bei diesem Klettenschutz geht man einfach hier hinten rein, einen Schraubenzieher und drückt den nach unten. Ganz simpel.
Ja, Bremsanker wird gelöst und die Rollenbremse hier ausgehangen. Ihr wisst ja wie. Nach vorne drücken, nach hinten drücken. Ah, mein gebrauchtes Blech gefunden. Ach ja, 5er. Ne? Jetzt soll man noch mehr nehmen. Ich gebe nicht auf. Ich gehe jetzt nochmal hoch und probiere nochmal, ob die Karte wirklich kaputt ist oder was, weil die Kamera hat funktioniert. Das Kabel hat funktioniert. Das Kabel schließe ich an die Kamera und dann in die Karte. Und dann gucken wir mal. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann ist irgendwas vielleicht auch irgendeine Software-Geschichte. Das ist ja nur was, wovon ich noch weniger verstehe. Also eine Steckverbindung kann ich ja schon noch irgendwie überprüfen, vielleicht. Aber Software, das, wenn da ein Fehler drin ist, also das. Na, es funktioniert nicht. Also die Karte funktioniert irgendwie nicht. Ich werde die nochmal ausbauen und nochmal neu einbauen. Das mache ich dann aber heute Abend irgendwann. Irgendwas ist mit der Karte nicht in Ordnung. Gut. Was hier los? Nicht viel. Nicht viel. Aber frisch gewischt oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was hast du? Vielleicht in der Handypiste oder was? Ich hab keine Ahnung. Über Nacht da, einfach. Wie bitte? Das war einfach über Nacht da. Ehrlich? So. Ätzend. Ja, aber ist nicht Handypiste, aber nee. Ist irgendwo, ich weiß nicht, mit Wasser ausgekippt oder. In die Tür rein. Wahrscheinlich, ist ja die ganze Treppe runtergelaufen, hat sie unten gesammelt. Muss schon eine Menge gewesen sein. Ja. Also, hört sich nach Anschlag an. Aber ach, wie sie kippt. Ja. Interessiert mich aber eigentlich auch nicht. Ja. Aber live wie immer hier, der Tommy. Naja, live. Der erste Auftrag von heute und der einzige für heute. Zünder, Real, Fahrrad, Vorderrad, Schnappwechsel und Bremse habe ich mir ein bisschen eingestellt und das Hinterrad ein bisschen aufgepumpt. Oh. Ah, nebenbei. Oh. Moin!
Na gut. Was kann ich jetzt machen? Kaffee wollte ich mir holen. Ah, oh, Mensch, ich Idiot. Milchkaffee. Ah, die sehen, hole ich mir noch. Oder ich warte, bis meine Frau da ist. Also, ach, jetzt weiß ich alles ja nicht. Ich bin verwirrt. Was macht der denn da? Der zischt ja. Ich warte, bis meine Frau da ist. Trinke mit ihr zusammen Kaffee. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Denn, ne? Ist ja sonst immer so doof. Alleine habe ich auch keine Lust, so richtig. Wenn sie da ist. Hoffentlich habe ich dann auch ein bisschen Zeit. Und dann trinken wir ein Käffchen. Ganz in Ruhe heute. Wie gesagt, heute ist ein ganz ruhiger Tag. Für mich. Ich lasse mich jetzt nicht stressen. Ich habe einen Computer und ich werde ihn benutzen. Mit einem HDMI-Kabel zusammen. Die Liebe meines Lebens, HDMI. Jetzt teste ich quasi das HDMI-Kabel oben am Computer. Ist nicht am Computer, ist nur am Monitor dran. Und wir gucken. Warum auch immer, der sich nicht einloggt, das weiß ich jetzt nicht. So, wir testen, ob das oben so ankommt. Ein Qualitätsverlust und so weiter. Ihr kommt jetzt mit live. Seid da mit dabei quasi. Auf das funktioniert. Boah, riecht das hier noch. Funktioniert. Das Kabel ist in Ordnung. Die Karte oder am Computer ist irgendwas im Arsch. Na gut, so ist es. Ich zeig zum ersten Mal das Fenster auf hier. Ist das laut da draußen? Gut, also hier ist ein Stammkunde gekommen. Den habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen, aber davor war er oft hier. War bestimmt schon 2 Jahre nicht mehr da. Hat aber keine Panne mehr gehabt.
Jetzt sind ein paar gekommen, aber ich weiß ja nicht, ob dein Maß gekommen ist. Ich muss noch mal gucken, ey, tut mir leid. Nee, kein Thema. Cool. Perfekt, wenn es diese wäre. Es wird schon irgendwann werden. Ja, ne? Nee, weil morgen kommt ein anderer. Morgen kommt auch wieder ein Teil, deswegen weiß ich. Da ist kein Bremsbelag drauf. Ey, was soll ich denn damit machen, ey? Hatte ich meinen Kragen an. Den Kragen muss ich abschneiden jetzt sowieso. Ruhig mal. Das hört sich nicht gesund an. Komplett. Da muss ein neues Hinterrad drin. Die Felge ist fast durchgebremst. Die Bremsbeläge sind runter. Bremszug, Bremsbeläge, Zahnkranzkette, Ritzel vorne, Pedalen. Boah, ist alles durch. Es ist komplett durch. Der ganze Antrieb ist durch. Außer Lager, kurioserweise. Vielleicht wurde das mal getauscht. Antrieb komplett runter. Und hinten gängeln komplett durch. Das wird teuer. Wenn man das machen lassen. Mann, hier ist was los. So. Ständer ist hier abgefallen. Einfach so. Klack. Jo, haben wir. Hast du Stein? Das ist kein Stein. Ja, das kannst du. Hä? Willst du? Sie will nicht. Den Stein musst du ausspucken, guck, so. Dann, pass auf. Ich mach das nicht gut. Ich mach das nicht gut. Nee? Hm. Schmeckt nicht gut? Wie schmecken sie? Ich will! Komm! Ich will! So heißt es. Wie, was heißt denn? Ich will einmal nach oben. Moin. Nee, lass ihn da. Mist. Was darf sein? Pumpe. Ach so, ja, bitte auch so. Diese Pumpe muss und was brauche ich überhaupt? Wo kommt das hin, der Kern? In die Gosse. Was? In die Gosse. Wo ist die Gosse? Wo ist die? Wasser von der Mase, oh na ja. Das einmal. Der Tommy und der Tochter. Ach, das ist ja locker. Was sind das? Hier. Drehen. Nimmst du beide? Genau, schön gerade halten und drehen. Nuki schraubt ein Tretlager auseinander. Oh yeah.
Gerade halten. Ups. Immer schön gerade, so. Dreh. Jetzt auf der anderen Seite. Jetzt auf der anderen Seite, ganz genau. Ja. So, ja. Und ich muss mal sagen, wir haben jetzt nur noch 4 Minuten 44 und wir enden jetzt hier. Sag mal tschüss. Tschüssi. Ja, bis morgen. Gute Nacht. Schlaf gut. Du auch. Du auch. Wir sehen uns. Also bis morgen. Herr Kamera. Herr Kamera, wir sehen uns. Ciao. So, Thorsten, dein Fahrrad ist zurück. Hier, Tretkohl. Hat's komplett aus dem Rahmen rausgerissen. Ich schaue mir das jetzt mal an, aber siehst du, das genau ist der Grund, warum ich lieber nur meine eigenen gebauten Räder verkaufe und nicht im Auftrag irgendwas für irgendwem. Damit ich das nicht noch auch noch an der Backe habe, weil ich habe ja schon genug zu tun. Tja, ich schraube das jetzt mal auseinander und dann werde ich gleich nochmal einschalten und dann zeigen wir nochmal, was da los ist. Ich kann es mir schon denken. Ey, das ist total im Arsch. Fällt alles auseinander. Scheiße, jetzt habe ich das an der Backe. Jetzt muss ich das reparieren, wenn es überhaupt noch geht. Der Rahmen, ich schaue mir den Rahmen gleich nochmal an. Ja, ich glaube, der gute Thorsten hat falsch zusammengebaut, denn er hat die rechte Lagerschale auf die linke Seite gebaut und die linke auf die rechte. Es ist zum Kotzen. Und ja, ich habe das Rad in seinem Auftrag verkauft und jetzt steht da wie Blase blub. Was für eine Scheiße, ey. Thorsten, warum machst du sowas? Du musst rechts und links beachten. Das ist ganz wichtig. Liebe Leute, beachtet rechts und links beim Lager. Weil es ist unterschiedliche Gewinde. Das ist nicht gut. So, neues Lager baue ich ein. Ich habe ja keine andere Chance. Ich muss ein neues Lager einbauen. Da ist es drin. Und dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn es geklappt hat oder nicht. So, neue Lager habe ich drin auf der Seite, war eine ganz schöne Quälerei hier, aber hat funktioniert und greift richtig gut. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Vielmehr der Thorsten hat da nochmal Glück gehabt, dass es zu reparieren geht. Thorsten, du schuldest mir was auf alle Fälle. Ne? Und hier wird jetzt auch reingedreht und dann angebaut und fertig. Thorsten, ihr rettet, ey, wirklich. Mann, mach das nicht nochmal. Achte bitte drauf, links, rechts, rechts, links. Bitte mal beachten. Ja, mal so, damit verabschiede ich mich jetzt wirklich nochmal für heute. Das war ja nochmal ein Schreck auf dem Abend. Also habe ich hier alles neu eingebaut. Ja, da müssen wir nochmal drüber reden, Thorsten. So geht das nicht. Mit dem Reden, das wird natürlich auch nichts mit dir, weil du kannst ja nicht reden. Das ist aber auch alles schlimm, dass man dir das nicht so sagen kann und ich die Zeichensprache nicht so gut beherrsche wie du. Dafür kannst du nicht so gut reden, Weg. Mann, ey, ist das eine Scheiße. Ja, was sollen wir machen? So, also bis dann. Macht es gut, schlaft schön. Wir sehen uns. Ciao, euer Tommy.